Moin moin ihr Lieben, heute ist Tag Time, das bedeutet, ich habe mir einen eigenen Tag bzw. Fragen und Aufgaben zu einem bestimmten Thema überlegt und möchte ihn heute in die Welt, in die BookTube-Welt freilassen, denn dieser Tag, diese Idee liegt schon sehr, sehr lange auf meiner Videodrehliste und irgendwie hat er immer das Nachsehen gehabt, denn ja, irgendwie hatten andere Videos Vorrang und zwar nicht der richtige Moment dafür. Und er musste ja auch so ein bisschen vorbereitet werden. Ja, und jetzt finde ich, ist der richtige Moment. Ich möchte diesen Tag euch zeigen, beziehungsweise die Aufgaben euch vorstellen und hoffe dann, dass er sich so ein bisschen auf BookTube verbreitet und dass er bei euch auch gut ankommt. Ja, ich habe mir den Namen Geheimnisse der Bücher überlegt und es geht eben um Geheimnisse. Geheimnisse ist etwas, was uns irgendwie immer anzieht, neugierig macht, fasziniert, aber auch Bücher immer wieder ja, einen Spannungsbogen gibt, etwas, was uns dranbleiben lässt, aber auch ja, das Wort selbst kommt immer wieder in Büchern vor und das möchte ich hier so ein bisschen behandeln. Und bevor wir uns den Fragen und Aufgaben richtig widmen, möchte ich zum Einstieg ein Zitat vorlesen, was einfach so gut gepasst hat. Ich habe das im Lexikon von Zamonien entdeckt. Das ist ja die fantastische Welt, die erschaffen wurde von Walter Mörs. Und dazu gibt es halt dieses Lexikon, was zusammengestellt wurde von Anja Dollinger. Und hier sind halt sämtliche fantastische Wesen, Orte, Dinge aufgezählt von A bis Z und ein bisschen beschrieben. Es ist nichts Neues, wenn man ja alle Bücher gelesen hat, aber es ist eine schöne Aufzählung und irgendwie kann man da noch ein bisschen drin rumstöbern und ja immer wieder so ein bisschen sich etwas in Erinnerung rufen. Und da habe ich eben ein Zitat entdeckt. Es stammt aus Ensel und Krete von Walter Mörs. Und das passte so wunderbar, dass ich glaube, das stimmt uns jetzt sehr gut in das Thema ein. Geheimnamen. Ensel horchte auf. Alles mit dem Wort geheim darin interessierte ihn mächtig. Hätten seine Eltern all die Gemüsesorten, die er nicht mochte, mit der Bezeichnung Geheimgemüse versehen, hätte er sie mit Heißhunger verschlungen. Aber so raffiniert waren Erwachsene nicht. Ja, ich fand, das sagt das irgendwie nochmal sehr, sehr schön aus, was das Wort geheim bei uns auslöst. Und ich glaube deswegen auch, dass das einfach immer sehr gut in Geschichten zieht. Aber auch später kommen wir noch zu etwas anderem, was, glaube ich, uns immer wieder anspricht. Und so kommen wir auch gleich zur ersten Frage, das da lautet Geheimnis. Welches Buch offenbart im Laufe der Geschichte ein großes Geheimnis oder verbirgt lange, lange Zeit dieses Geheimnis? Da habe ich mir rausgesucht, Am Ende der Welt traf ich Noah von Irmgard Kramer. Hier geht es um eine junge Frau, die aus ihrem behüteten Leben ausbricht und dann eine Situation ergreift bzw. eine Chance ergreift, um aus diesem Leben endgültig zu entfliehen und sich als jemand anders auszugeben. Denn es gibt einen verlassenen roten Koffer und sie geht dort zufällig dran vorbei und jemand hält an und hält sie für jemand anderen und nimmt sie sozusagen mit, weil er sie abholen soll. Und ja, sie gibt sich einfach als die Besitzerin des Koffers aus und kommt dann an eine geheimnisvolle Villa an, wo Noah lebt. Und Noah ist ein sehr charmanter junger Mann und sie verliebt sich auch gleich in ihn, aber irgendwas scheint in dieser Villa seltsam zu sein. Noah darf diesen Ort nicht verlassen und sie fühlt sich die ganze Zeit beobachtet. Und obwohl es da wie in einem Paradies ist, hat sie auf einmal das Gefühl, vielleicht ist es doch eher so was wie ein Gefängnis. Was steckt dahinter? Und man möchte natürlich unbedingt wissen, was es ist. Und was es letztendlich ist, finde ich, ist ein großer Twist, eine große Überraschung. Und hat mir große Freude gemacht, das herauszufinden. Es ist eben nicht einfach nur eine Liebesgeschichte, sondern eben doch so etwas wie ein Spannungsroman. Und ja,
das Ganze zu entdecken. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch, dieses Buch wird gar nicht, also früher, als es rausgekommen ist, wurde es doch schon öfter gezeigt, aber ich finde, es ist mal wieder an der Zeit, gezeigt zu werden. Und auch hier wird eben mit den Worten geheim irgendwie gespielt. Ein roter Koffer, eine falsche Identität, eine geheimnisvolle Villa, eine große Liebe. Die zweite Aufgabe lautet Geheimschrift. Zeige ein Buch, das das Wort Geheim oder Geheimnis im Titel aufweist. Ja, und das war das, was ich eben schon meinte. Es ist tatsächlich sehr, sehr häufig der Fall, dass auch die Verlage sich dazu entscheiden, das Wort Geheim in einem Titel zu nehmen oder auch die Autoren, die sich vielleicht einen Titel ausdenken, weil es uns einfach scheinbar immer anspricht. Und das hat es auch gezeigt, als ich durch mein Bücherregal gegangen bin, habe ich Unmengen von Büchern gefunden, wo das Wort Geheim drin vorkam. Und da konnte ich jetzt wirklich, hatte ich jetzt wirklich freie Wahl, aber ich habe mich schlussendlich für ein Buch entschieden, was gar nicht in meinem Regal steht, sondern was ich nur als Hörbuch gehört habe. Ich hätte es sehr gerne in meinem Regal, aber es ist ein bisschen schwierig, da ranzukommen. Im Moment nur gebraucht und es ist relativ teuer gebraucht, deswegen hatte ich mich damals dazu entschieden, das erstmal nur als Hörbuch zu hören. Ich halte euch jetzt stellvertretend den ersten Band in die Kamera, denn es handelt sich eigentlich um den achten Band einer Reihe und es heißt Mr. Gum und das geheime Geheimversteck. Ja, und da kommt gleich das Wort zweimal drin vor und ich dachte, deswegen muss ich es jetzt nehmen. Ich habe, wie gesagt, wirklich über 10 andere Bücher zur Auswahl noch gehabt, die bei mir stehen, aber auch noch weitere, die ich gelesen hatte und mittlerweile schon aussortiert habe oder ich kenne, die dieses Wort oder diesen Wortstamm irgendwie in sich tragen. Und ja, das ist hier eben Band 1. Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gum, von Andy Stanton, im Hörbuch gelesen von Harry Rowold, großartig gemacht. Ja, zeige ich immer wieder, hoch ist eigentlich ein Kinderbuch empfohlen ab 6, 7 Jahren zum Vorlesen oder zum Selbstlesen, ist wirklich nicht viel bedruckt, ist auch illustriert und es hat einen wirklich schrägen, albernen und seltsamen Humor, schwarzhumorig, aber auch viele Wortwitze sind drin, die vielleicht gar nicht alle Kinder sofort entdecken würden, deswegen ist es, finde ich, auch als Elternteil oder als Erwachsener wunderbar zum Vorlesen geeignet, weil man da auch selber noch Spaß dran hat. Und ja, ich habe es halt für mich gelesen und hatte meine große Freude. Mr. Gum, der alles hasst, was gut und schön und niedlich ist und alles liebt, was dreckig und böse ist. Und er führt halt immer irgendwas im Schilde. Und dann gibt es natürlich noch die andere Seite, das ist das liebe und schlaue Mädchen Polly und ihre Freunde. Und die verhindern das Ganze dann immer. Mr. Gum in der ersten Geschichte hat eine Fee in seiner Badewanne mit einer Pfanne, wohnt sie dort. Und jedes Mal, wenn er seinen Garten nicht sauber hält, dann kommt diese Fee und haut ihn erstmal mit der Bratpfanne einen auf den Kopf. Ja, und irgendwann kommt Jakob um die Ecke. Jakob ist ein Hund, der sich natürlich den schönsten Garten in Bad Lamonisch an der Bibber, wo Mr. Gum eben lebt, sich aussucht, um dort zu buddeln und seine Häufchen zu hinterlassen. Tja, und was passiert denn? Die Fee kommt wieder um die Ecke. Das macht Mr. Gum natürlich unglaublich sauer, weil er hatte diesen Garten gerade sauber gemacht, obwohl er Sauberkeit unglaublich hasst. Das ist wirklich auch das Einzige, was er sauber hinterlässt. Und dann will er sich natürlich an Jakob rächen. Und das bekommt Polly mit. Und Polly versucht, das zu verhindern. Es gibt aber auch noch lauter andere schräge Freunde, die sie entdeckt, aber natürlich auch Feinde, die sich Mr. Gum anschließen. Und ja, im geheimen Geheimversteck geht es eben um ein Geheimversteck. Und mittlerweile gibt es 9 Bände und das ist dann aber auch relativ abgeschlossen. Mehr oder weniger fand ich alle super. Band 1 fand ich immer noch am grandiossten, aber das geheime Geheimversteck war auch eines der besten, muss ich sagen. Obwohl es vom Cover her grau ist und nicht so gut, schick sind sie eh nicht, ne? Kann man nicht anders sagen. Auch die Illustrationen sind nicht hübsch, aber sie passen einfach zu diesem schrägen, schwarzen Humor.
Es ist einfach sehr, sehr skurril, sehr englisch. Das muss man mögen, aber ich fand es großartig und auch hier kann ich es gerne dann einfach wieder zeigen. Aber das Gute ist, dass viele der Bücher, die auch das Wort geheim im Namen tragen, auch auf spätere Fragen einfach gut gepasst haben, sodass ich auch noch weitere Bücher zeigen konnte, die geheim und Geheimnis in den Namen, in den Titel tragen. Ist kein Muss für die weiteren Videos, aber fand ich einfach sehr, sehr passend. Wie auch in der dritten Aufgabe. Geheimgang. Zeige ein Buch, in dem es einen Durchgang zu einem verborgenen Ort oder zu einer Parallelwelt gibt. Ja, da könnte man natürlich so die Klassiker nehmen wie Narnia, der Schrank oder auch Alice im Wunderland, wo es durch das Kaninchenloch geht. Aber auch viele, viele andere fantastische Bücher, wo es in eine Parallelwelt geht durch versteckte Orte. Aber man muss nicht unbedingt Fantasy hier zeigen. Ich habe mich tatsächlich, obwohl ich durchaus viele Möglichkeiten gehabt hätte, auch für ein Buch entschlossen, was nicht fantastisch ist, obwohl es trotzdem magisch ist. Und zwar spreche ich von Der geheime Garten von Frances Hodgson Burnett in dieser wunderschönen Mina Lima Ausgabe. Auch noch gelb, also ja, diese Ausgabe musste ich unbedingt haben. Und das hat halt besondere Illustrationen und so kleine Gadgets zum Auffalten, zum Drehen, zum Rausziehen. Also das birgt wirklich sehr, sehr viele Geheimnisse. Ja, der geheime Garten dreht sich eben um einen geheimen Garten, um ein junges Mädchen, was zur Waisen wird. Und sie ist sehr, sehr behütet aufgewachsen und auch doch ein sehr verwöhntes Mädchen. Und sie kommt jetzt zu ihrem Onkel nach England. Und dort soll sie leben und ist ihr einziger Verwandter noch. Der schert sich aber gar nicht so sehr um sie. Er lässt sie halt dort wohnen und sie wird halt dort so ein bisschen von Dienstmädchen willkommen geheißen. Und die sind aber auch nicht dafür da, sie die ganze Zeit von vorne bis hinten zu unterhalten oder zu verhätscheln, sondern es wird nur das Nötigste gemacht und hauptsächlich wird sie eigentlich alleine gelassen. Und so fängt sie an, diese große Villa zu entdecken zu wollen, aber auch das große Anwesen ringsherum. Und irgendwann entdeckt sie bei einer Mauer mit Efeu bewachsen dahinter eben eine Tür. Und irgendwann findet sie auch diesen Schlüssel zu dieser Tür und kommt in einen geheimen Garten. Und dort verbergen sich natürlich auch weitere Geheimnisse, die sie aufdeckt. Und das Ganze ist eben auch sehr geheimnisvoll. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wort noch in den Mund nehmen werde in diesem Video. Das könnt ihr mal durchzählen, eine Strichliste machen. Aber es geht ja nun mal auch um dieses Thema. Und ja, da finde ich, passt natürlich auch Schlüsselloch und Schlüssel passen natürlich sehr, sehr gut auch zu diesem Thema, weil sie das irgendwie versinnbildlichen. Und ja, dieses Buch kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Ich habe jetzt auch die Verfilmung, die ja relativ neu ist, mir angeschaut. Fand ich auch sehr schön. Das wurde tatsächlich auch so ein bisschen fantastischer umgesetzt. Aber ja, das Original ist einfach immer noch am besten. Und es hat, ja, finde ich, auch ein bisschen Tiefgang und geht so ein bisschen um Freundschaft, aber auch um Selbstverwirklichung und um Natur viel und um Lebensfreude, wie man die wiedererlangen kann und wie das eben miteinander zusammenhängt, die Gesundheit, die Lebensfreude und die Natur. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Viertens, Geheimbund. Zeige ein Buch mit einer eingeschworenen Freundesklicke. Ja, hier kann man natürlich auch sehr gut viele Kinderbücher zeigen, wie die Fünf Freunde oder TKKG oder irgendwie sowas, aber auch Harry Potter, wo es ja eben einfach diese eingeschworene Dreiergruppe gibt. Aber ich habe mich jetzt wieder für ein Buch entschieden mit dem Titel, der geheim in sich trägt, nämlich Der geheime Zirkel von Libba Bray. Der erste Band der Trilogie heißt Gemmas Visionen
und ist historisch angehaucht. Es geht um wieder mal wieder eine Waisin, die in eine Villa gebracht wird, aber diesmal ist das ein Internat. Und sie entdeckt dort in einer Bibliothek ein Tagebuch, was sie sich durchliest. Und dadurch, dass auch andere davon erfahren und natürlich Mädels in diesem Internat versuchen, die Regeln so ein bisschen auszudehnen und die strengen Regeln so ein bisschen zu untergraben, fliehen sie immer wieder in so einer Höhle, die nicht unweit von diesem Internat entfernt ist und treffen sich dort immer zu besonderen Ritualen und sie lesen sich dort gegenseitig auch die Tagebucheinträge vor. Und ja, das ist eben der Geheimzirkel. Zu Anfang ist es eher so ein Zweckbündnis, aber nach und nach entstehen dadurch auch ein paar Freundschaften und sie gelangen auch in eine Parallelwelt, die sehr bunt ist. Und ich fand diese Mischung aus historischen Romanen im viktorianischen England und dieser doch sehr fantasievollen Parallelwelt eine sehr schöne Mischung. Hier ist auf jeden Fall für Fans von historischen Romanen etwas drin, aber auch für Fantasy-Fans eine sehr, sehr schöne Mischung. Und ich mag ja auch dieses viktorianische England. Im zweiten und dritten Band geht es dann auch noch mehr darum, wie das Leben so in diesen Zeiten war. Und der erste Band dreht sich halt hauptsächlich um das Leben in diesem Internat und später geht es dann auch in die Welt hinaus quasi und in die Parallelwelt hinaus. Ja, und diesen Bund, diesen geheimen Zirkel, der passte ganz gut hier zu der Aufgabe. Fünftens, Geheimsprache. Zeige ein Buch, in dem eine fiktive oder eine fremde Sprache eine Rolle spielt. Also auch hier, ich habe die Fragen extra so gestellt, dass nicht nur Fantasy-Fans hier diese Fragen beantworten können, sondern eben auch jemand, der nicht gerne Fantasy liest. Also kann es durchaus auch ein Buch sein, was in Frankreich spielt und wo immer wieder diese Sprache eine Rolle spielt. Aber eben auch Herr der Ringe könnte man hier zeigen, weil einfach eine Sprache erfunden wird. Und ich habe mich für Der Name des Windes entschieden von Patrick Rothfuss. Denn hier geht es ja um einen jungen Mann, der eine Magie-Universität besucht und dort versucht, sich Wissen anzueignen. Denn seine Eltern wurden von Dämonen umgebracht. Und er möchte einfach über die Dämonen mehr herausfinden. Und das bringt ihn dann irgendwann zu dieser Universität. Und um da an das Wissen der Bibliothek ranzukommen, muss er eben an die Universität gehen, um da zu lernen. Und er lernt da eben auch Magie zu weben. Und die größte Art von Magie ist es, die wahren Namen von Dingen, von Gegenständen oder von dem Wind zum Beispiel herauszufinden, denn Namen haben große Macht und wenn man diese wahren Namen kennt, dann hat man eben Macht über diese Dinge. Und genau so etwas, ja, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine gesamte Sprache, aber ja, es ist auf jeden Fall etwas, was etwas Geheimes ist, was man herausfinden muss durch diese Art von Magie. Um, wenn man dann diese Worte spricht, dann hat man eben diesen Zauber gebrochen und hat große Macht. Ja, fand ich eine sehr schöne Art und Weise von Magiesystem. Und es ist halt, wie gesagt, auch eins meiner liebsten High-Fantasy-Bücher, wenn nicht immer wieder ja, das große Thema aufkommen würde bei dieser Reihe, dass es einfach noch nicht beendet ist, dass Band 3 immer noch auf sich warten lässt. Es ist als Trilogie angelegt, bisher sind aber nur Band 1 und 2 erschienen. Band 2 wurde im Deutschen halt auf zwei Bände nochmal verteilt und es gibt noch so ein Zusatzband. Aber sonst ist es wirklich schon über 10 Jahre her, dass hier etwas erschienen ist. Und ja, man hat so ein bisschen Angst, dass das vielleicht nie vervollständigt wird. Und das ist sehr, sehr schade, weil es einfach großartig ist. Und ich da einfach so viel Spaß mit hatte und hier auch so viele verschiedene Aspekte mir gefallen haben.
aber eben diese Art von Magie, dass man da ein, ja, die Namen, die Sprache, die wahre Natur herausfinden muss und das ist so quasi gleichgestellt damit, das hat mir gut gefallen und finde ich passt hier auch ganz gut zur Frage. Geheimversteck. Welches Buch versteckt unter dem Schutzumschlag oder im Inneren einen optischen Schatz? Ja, und ich meine jetzt hier nicht unbedingt die Schmuckausgaben, wo man wirklich weiß, die sind wunderschön aufgemacht. Es gibt ja auch einfach normale Romane, die man sich kauft und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das vielleicht auch macht, aber ich mache gerne den Schutzumschlag ab und gucke, ob da sich irgendwas drunter verbirgt. Oder ob innen drin eine Karte einen überrascht oder ein wunderschönes Vorsatzpapier, womit man nicht gerechnet hat, mit Illustrationen, wo man einfach, ja, das war vorher geheim und dann überrascht es einen. Da habe ich jetzt, ich weiß nicht, 2 oder 3 Bücher mir rausgesucht. Einmal habe ich hier den Kinderdieb von Brom, an sich auch schon ganz cool aufgemacht. Aber es birgt eben auch Illustrationen, also immer wieder zwischendrin, aber auch mitten im Buch halt auch farbige Illustrationen und die will ich euch gleich einmal zeigen. Es ist ein sehr, sehr düsteres Buch, es ist eine düstere Umsetzung, Neuumsetzung von Peter Pan. Sehr brutal, sehr blutig, aber auch sehr fantasievoll. So, die beiden zeige ich euch mal. Hier sind nämlich mittendrin verschiedene Figuren gezeichnet, weil Brom ist nämlich nur, nicht nur Autor, sondern auch Illustrator. Und die hat er selbst angefertigt. Und sowas ist natürlich eine tolle Überraschung, wenn man das entdeckt während des Lesens. Und finde ich sehr, sehr schön, wenn man das Buch auspackt und während des Lesens wunderschöne Illustrationen entdeckt. Genau, und dann gibt es auch so etwas, wie ich eben erwähnt habe, dass man den Schutzumschlag abmacht und darunter dann auch nochmal was entdeckt. Ich meine, es ist ja nicht unbedingt notwendig, darunter nochmal irgendwas zu designen. Ist ja auch teuer für den Verlag, so etwas in Auftrag zu geben. Aber bei Silber, das dritte Buch der Träume haben sie es getan, beziehungsweise der gesamten Trilogie von Kerstin Gier haben sie sich unglaublich viel Mühe gegeben, das Buch, die Bücher liebevoll zu gestalten. Nicht nur von außen, also ich finde das so, so wunderschön. Es spiegelt natürlich jetzt unglaublich. Ich habe mir jetzt einfach das dritte Buch genommen, ist aber stellvertretend für alle drei, weil die alle drei total schön sind. Erstmal hat es ein schönes Vorsatzpapier. Das gefällt mir jetzt nicht so gut, weil es rosa ist, ist nicht so meine Farbe, aber auch hier drunter ist es echt schön gestaltet und nicht einfach nur nochmal dasselbe Muster, sondern nochmal was ganz anderes. Und hier geht es ja um Träume und das ist ja an sich auch etwas sehr Geheimnisvolles, aber hier finde ich das auch sehr schön gemacht, wie man die Träume im Kopf dieser Frau, dieses Mädchens hier verbildlicht hat. Einfach total schön. Und dann habe ich mir als letztes noch rausgesucht, weil ich mich mal wieder nicht entscheiden konnte, Stadt der Blumen, Stravaganza heißt die Reihe. Und hier haben wir halt immer so ausgestanzte Cover. Und wenn man die dann aufklappt, dann entdeckt man dann die gesamte Schönheit, was da drunter ist. Finde ich auch unglaublich schön. Ja, da hätte ich auch Band 2 zeigen können. Das ist auch wunderschön. Und Band 1. Bei Band 4 haben sie es leider nicht mehr gemacht. Da hat die Reihe, glaube ich, so ein bisschen an Erfolg eingebüßt und war vielleicht auch ein bisschen zu teuer. Und und dann wurde sie, glaube ich, nicht weiter übersetzt. Ich weiß nicht, ob es da noch ein Band 5 gab. Kann mich nicht mehr so genau erinnern. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne, also es passt gerade ganz gut in die Jahreszeit. Fantasy ist ja doch irgendwie eher etwas, was oft in den Herbst und in den Winter passt für viele. Ich lese es das ganze Jahr durch, aber hier kann ich auf jeden Fall davon reden, dass es sich um sommerliche Fantasy handelt, weil es in italienischen Städten spielt, beziehungsweise in
Städten, die den italienischen Städten sehr ähneln, weil es eine Parallelwelt hier ist. Und mit bestimmten Talismanen können halt Kinder immer in diese Welt überwechseln. Und die ist halt ja doch dem sehr ähnlich. Und wir haben im ersten Band Venedig, dann gibt es auch Rom. Ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt das hier war. Ob das Florenz ist, wird ja statt der Blumen vielleicht ganz gut passen. Ja, jedenfalls es ist eine sehr, sehr schöne sommerliche Fantasy, die mir gut gefallen hat und ich euch sehr ans Herz legen kann. Siebtens, Geheimermittlung. Zeige ein Buch, in dem es keinen professionellen Ermittler gibt, sondern einen ja, selbsternannten oder unfreiwilligen Hobbydetektiv. Es gibt ja mittlerweile echt viele Krimis, die zum Beispiel auch aus der Sicht von Tieren geschrieben sind. Sowas wie Glenkill habe ich auch gelesen, wo ja die Schafe an dem Mord an ihrem Schäfer ermitteln. Aber auch noch ganz, ganz viele, aber natürlich auch viele Kinder oder Leute, die sich einfach einmischen und selbst ja, die Ermittlung in eigene Hand nehmen. Und ja, da will ich doch mal schauen, was ich mir daraus gesucht habe. Genau, das war die 7 Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Zugegeben, ich habe gar nicht so viel Auswahl gehabt an Büchern, wo richtig ermittelt wird. Ich meine, es gibt nicht nur in Krimis Ermittler, sondern vielleicht auch in anderen, wo ein Geheimnis aufgedeckt werden muss. Aber meistens wird natürlich in einem Krimi bei einem Mordfall ermittelt oder bei einem Kriminalfall. Und hier haben wir es eben mit einem Maskenball zu tun, wo unser Protagonist in der Nähe einer Villa aufwacht, kann man nicht anders sagen, und dort findet halt eben ein Maskenball statt. Und an diesem Maskenball wird es einen Mord geben. Und er muss herausfinden, wer diesen Mord begangen hat. Er ist aber nicht selbst davon motiviert und selbsternannter Hobbydetektiv würde ich ihn nicht nennen, sondern es ist eher unfreiwillig, denn er wird dazu verdonnert, um aus dieser Zeitschleife rauszukommen. Denn jedes Mal, wenn dieser Mord passiert oder er einschläft, wacht er irgendwie in einem anderen Körper auf und muss aus dieser Perspektive weiter ermitteln. Und der Tag wiederholt sich immer wieder und immer wieder wird dieser Mord passieren. Und deswegen muss er es herausfinden. Es wird ihm so als Aufgabe gesagt. Es gibt aber auch Mitstreiter, die ebenfalls das herausfinden müssen. Und es kann wohl nur einen Gewinner geben, der eben, damit man aus dieser Zeitschleife herauskommt. Und er weiß eben auch gar nicht, wer er wirklich ist. Denn er wacht ja immer wieder in anderen Körpern auf. Er weiß nur, dass das nicht seine eigenen Körper sind. Und es gibt auch noch weitere Bedrohungen. Ja, eine wunderbare Mischung aus und täglich grüßt das Murmeltier und einem ja, historischen Krimi fand ich richtig, richtig toll. Auch hier wird man überrascht mit einem tollen Vorsatzpapier, mit einer tollen Karte, wo man dann gut verfolgen kann, wo wer ist und natürlich auch die Gästeliste sich nochmal anschauen kann. Ja, das finde ich ein durchaus kreativer und sehr, sehr komplexer Krimi, den ich immer wieder erwähne als Ausnahme eines Krimis, der mir wirklich gut gefällt, weil ich ja sonst so Ermittlerkrimis jetzt nicht so lese. Aber ich denke, dass es da auch viele andere Möglichkeiten gibt, diese Frage zu beantworten. Und ich bin sehr gespannt, was ihr, die das Video auch umsetzen oder dann in den Kommentaren beantworten, für Hobbydetektive nennen werdet. Achtens, Geheimwaffe. Zeige ein Buch, das harmlos oder unscheinbar wirkt, aber große emotionale oder literarische Wucht hat. Ja, da habe ich mich jetzt für Ich und die anderen von Matt Ruff entschieden, weil es wirkt doch sehr heiter und fröhlich vom Cover her, aber auch vom Inhalt wirkt es zunächst einmal sehr schräg und lustig und es fängt auch durchaus so an. Aber was da denn noch alles dahinter steckt,
fand ich doch sehr überraschend und hat mich doch sehr ergriffen. Emotional fand ich aber auch literarisch wirklich sehr gut gemacht. Es geht um einen jungen Mann, der unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet. Und in seinem Kopf hat er sich ein Haus gebaut. Und in diesem Haus wohnen alle seine Mitbewohner, die es eben in seinem Kopf so gibt. Und er muss allen diesen Figuren irgendwie Raum geben im Tag. Jeder hat einmal Körperzeit, um nach vorne in den Vordergrund zu gelangen und etwas zu tun, was für ihn oder für sie wichtig ist. Er hat sich damit abgefunden, er kommt im Alltag damit ganz gut klar. Er hat auch einen Job und er regelt sich so seinen Alltag, um mit dieser Persönlichkeitsstörung klarzukommen. Doch irgendwann bekommt er eine neue Kollegin und er wird, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Kollegin war, er wird jedenfalls gebeten, sich um diese Frau zu kümmern, beziehungsweise mit ihr mal zu sprechen, denn auch sie leidet unter dieser multiplen Persönlichkeitsstörung. Sie will es aber noch nicht wahrhaben. Sie hat immer wieder Gedächtnislücken, wacht irgendwo auf und weiß nicht, was los ist und ja, ist natürlich total betroffen und hat überhaupt ihr Leben nicht in den Griff. Und diese beiden treffen eben aufeinander. Und unser Protagonist merkt halt, durch diese Konfrontation mit diesem Thema wird auch sein Leben wieder durcheinander gewirbelt und er merkt auch, dass er noch lange nicht alles verarbeitet hat und dass er sich vielleicht eher nur da gedrückt hat und sich nur so durchschlawinert hat in seinem Leben. Und es wirbelt eigentlich alte Probleme wieder auf, reißt alte Wunden auf und sie machen einen Roadtrip, ja, aber auch so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit, um zu schauen, woher kommt das Ganze. Hier steht, es ist ein irrer Trip durch die menschliche Psyche und ich finde, das stimmt. Es ist irre und es ist auch lustig, wie diese verschiedenen Persönlichkeiten miteinander agieren, wie dann auch noch die verschiedenen Persönlichkeiten, ineinander im eigenen Körper vom Protagonisten, aber dann nachher auch noch mit den verschiedenen Persönlichkeiten des Mädchens. Das ist dann wirklich irre. Aber es wird dann wirklich auch gezeigt, wann sich diese Persönlichkeiten abspalten und wie das Ganze passiert. Es passiert natürlich nicht einfach so. Man kommt, glaube ich jedenfalls, aus meiner laienhaften Sicht ja so nicht auf die Welt, sondern man hat etwas erlebt, irgendwas Traumatisches erlebt. Und davon wird natürlich auch berichtet, das ist denn das, was einen da auch ziemlich umhaut, emotional. Aber auch, wie gesagt, finde ich das literarisch großartig gemacht, wie diese verschiedenen Persönlichkeiten miteinander agieren und wie eben hier auch das kombiniert wird, obwohl das ja wirklich ein sehr, sehr amüsant ist und es trotzdem nicht albern wirken zu lassen oder trotzdem viele Fakten rüberzubringen, was dieses Leiden mit sich bringt. Das fand ich wirklich großartig und kann ich wirklich allen empfehlen, die sehr interessiert sind an der menschlichen Psyche und trotzdem eine Unterhaltungsliteratur-Lektüre lesen möchten. Also ja, es ist halt auch nichts, wo man zu schwermütig wird oder so. Aber trotzdem bleibt einem dann manchmal doch das Lachen im Halse stecken. Ja, fand ich großartig. Und ich finde auch vom Cover her, wie gesagt, das sieht natürlich doch schon irre aus. Aber nicht so ernsthaft, wie es dann letztendlich doch ist. Großartiges Buch. Neuntens Geheimtipp. Nenne sowohl ein Buchgeheimtipp als auch einen Booktuber, eine Booktuberin, der oder die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Ich fange jetzt mal mit dem Buch an. Da habe ich ja einige, ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche nach Geheimtipps und nach Büchern, die nicht so bekannt sind. Und ich habe mich jetzt für Der siebte Schwan von Lilach Meer entschieden. Ich finde das Cover so wunderschön, das hat mich sofort verzaubert. Es ist nur noch gebraucht zu bekommen, aber ich glaube, man bekommt es noch zu einem guten Preis. Ich habe jetzt aber längere Zeit nicht mehr geschaut. Als ich damals geguckt habe, war es aber noch gebraucht zu bekommen. Und es ist wirklich ein sehr verträumtes, sehr märchenhaftes, sehr naturverbundenes und sehr stilles Buch.
Es hatte damals beim Herauskommen nicht so viel Aufmerksamkeit und hat jetzt, wo es halt lange Zeit auch nicht mehr lieferbar ist, auch nicht so viel, also so gut wie keine Aufmerksamkeit mehr. Ich habe es noch nie auf BookTube irgendwo anders gesehen. Ich habe es irgendwann mal in einer Rezension vorgestellt. Da habe ich halt auch mal so eine Reihe draus gemacht, immer euch Geheimtipps vorzustellen, und das war eben auch eines davon. Es ist eine Märchenadaption. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Die sieben, heißt das tatsächlich die sieben Brüder, die sieben Schwäne? Ich weiß es nicht mehr so genau. Es ist auf jeden Fall eine Märchenadaption, aber spielt hier auch viele eigene Ideen ein, und es spielen hier eben auch ganz, ganz viele nordische Mythologien und Sagen eine Rolle, die die Autorin hier eingeflochten hat. Es spielt im 19. Jahrhundert, nee, im 20. Jahrhundert in Schleswig-Holstein, 1913. Wir treffen auf Wilhelmina, auch Mina genannt, und sie ist ein sehr verträumtes Kind, lebt in ihrer eigenen Welt, und sie hat eine Spieluhr und flieht dann immer wieder auf den Dachboden und macht diese Spieluhr an und tanzt dazu. Und eines Tages bekommt sie aber mit, wie der Arzt der Familie und ihre Eltern darüber sprechen, dass sie mitgenommen werden soll und dass sie vielleicht auch nicht als ganz gesund im Kopf angesehen wird, und sie flieht. Und auf dieser Flucht wird sie nochmal von der Katze des Hauses aufgehalten, die sie anspricht. Und sie wusste nie, dass diese Katze auch auf einmal sprechen kann. Und sie erzählt ihr ja, von einer Reise, die sie eben durch die Natur führen wird, und auch diese Spieluhr, zu der sie immer wieder auf dem Dachboden getanzt hat, birgt eben ein Geheimnis. Und das ist hier auch wunderbar zusammengefasst. In jeder Spieluhr schläft ein Geheimnis. Wenn die alte Melodie erklingt, erwachen Schatten und Träume. Ja, eine Reise, auf der die Sagen des Nordens und die Magie der Freundschaft lebendig werden. Wirklich ein sehr stilles und naturverbundenes Buch. Man darf hier nicht viel Action erwarten. Es ist sehr melancholisch, sehr verträumt und auch sehr tragisch und dramatisch, was dahinter steckt. Nachher auch da, so ähnlich wie bei Ich und die anderen, hatte dann doch auch große emotionale Wucht. Ich hatte danach doch einige Fragen, weil es eben sehr bildhafte Sprache ist und auch sehr metaphorisch ist und nicht alles sehr klar ausgedruckt wurde und man sich das so ein bisschen selbst interpretieren muss, habe ich einfach mal die Autorin angeschrieben. Ich glaube, ja, es war eine deutsche Autorin, oder es ist eine deutsche Autorin. Und die hat mir tatsächlich zurückgeschrieben, um so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Sie hat natürlich nicht ganz klar ausgedrückt, was sie damit sagen wollte, aber ja, dass meine Interpretationen doch in die richtige Richtung gehen oder irgendwie sowas. Ich habe diesen Mailverlauf auch gar nicht mehr. Ich müsste mal gucken, ob ich den irgendwie noch wieder herausbekomme aus meinem Postfach. Jedenfalls fand ich das toll, dass sie geantwortet hat auf meine Fragen, weil das mich einfach so bewegt hat, und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich jetzt nicht genau wusste, was jetzt da passiert ist, aber ich war da auch schon ein paar Jährchen jünger. Also vielleicht muss ich es irgendwann noch mal lesen, um da noch mal als erfahrenere Leserin drauf zu schauen, um zu gucken, ob mich das vielleicht jetzt nicht ganz so unzufrieden zurücklässt, weil ich es besser interpretieren kann. Ich weiß es nicht. Ich mag ja keine offenen Enden, aber vielleicht ist es für mich jetzt stimmiger. Also ich muss es dringend nochmal lesen, weil ich es einfach wunderschön fand und es auch viele, viele Lücken mittlerweile in meinem Kopf hinterlassen hat, weil ich einfach gar nicht mehr genau die Details weiß. Aber hier ist es auf jeden Fall ein Geheimtipp für jemand, der Märchenadaptionen liebt, aber auch die Natur und auch so ein bisschen etwas melancholische Atmosphäre mag und nicht unbedingt Action braucht in Büchern. Und es ist ein Einzelband, also keine Reihe, muss man hier fürchten. Und dann nach dem Buchgeheimtipp möchte ich euch auch noch zwei
BookTube-Kanäle empfehlen, die ich für mich entdeckt habe und die ich wunderbar finde auf ihre Art und Weise und die, finde ich, noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten. Zum einen ist das Marina Liest. Die ist auch vom Lesegeschmack mir sehr ähnlich, weshalb ich sie wirklich sehr gerne verfolge. Sie liest sehr gerne Schauerliteratur, auch diese klassische Schauerliteratur. Sie liest gerne historisch, auch diese ganzen griechischen Mythen und Sagen und auch sehr, sehr gerne Fantasy. Und an ihren Videos finde ich sehr besonders, dass sie das Ganze immer sehr atmosphärisch gestaltet. Also sie macht viele Vlogs und blendet dann ein, wie sie Kerzen anzündet, ein bisschen mit Musik hinterlegt und hat auch viele, ja, Schauer- und Gruselvideos gemacht, die sie sehr stimmungsvoll gefilmt hat und unterlegt und bearbeitet hat. Sie stellt aber auch die Bücher sehr sympathisch vor. Ich finde sie allgemein eine sehr liebevolle, sympathische Person. So kommt sie jedenfalls rüber, die ganz viel Leidenschaft für ihre Bücher mit sich bringt. Und ja, diese Leidenschaft sieht man eben auch in der Videobearbeitung. Oder da spiegelt sich das auch nochmal wieder. Ich finde, ja, eine große Bereicherung und ich empfehle euch ja immer wieder sehr, sehr gerne fantastische Kanäle, weil die Fantastik und auch der Grusel in dem Sinne, in dieser Sparte, doch ein bisschen unterpräsentiert ist. Und deswegen möchte ich euch immer wieder auch neue Kanäle empfehlen. Mittlerweile hat sie auch schon viele, viele Abonnenten dazu gewonnen und das auch zu Recht. Aber könnt sie auch noch mehr haben, hat sie auf jeden Fall wie verdient. Ja, ich werde euch natürlich in der Infobox verlinken, wie auch den nächsten Kanal, den ich auch noch erwähnen möchte. Und zwar ist das Literaturgestöber. Das sind zwei junge Frauen, die das machen und ich finde, zu zweit haben die Videos natürlich noch mal viel mehr Dynamik und da, finde ich, stimmt auch irgendwie die Dynamik zwischeneinander und da gucke ich den beiden einfach unglaublich gerne zu. Was bei diesem Kanal besonders ist, dass es mal eine Sparte der Buchbranche beleuchtet, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und zwar sind beide Übersetzerin und beleuchten eben erstmal diese Branche ein bisschen mehr. Sie haben schon viele Fragen und Antworten Videos gemacht oder auch Vlogs, wie sie darüber sprechen, ja, wie sie verschiedene Bücher übersetzt haben, was da für Problematiken aufkommen, was es da aber auch ja, für Schwierigkeiten gibt im Job, aber vielleicht auch Vorteile, was Spaß bringt und auch anhand von Beispielen, von Büchern, die sie übersetzt haben. Und was ich auch toll finde, ist, bei jedem Buch, das sie vorstellen, also sie machen halt auch die klassischen Formate wie Lesemonate, Rezensionen, Neuzugänge und so weiter, da sagen sie halt auch immer die Übersetzerin oder den Übersetzer des Buches, weil das kommt ja doch sehr, sehr zu kurz in normalen Rezensionen oder ja, anderen BookTube-Videos, da wird das selten bis gar nicht genannt. Ich nehme mich damit nicht aus, ich mache das auch nicht, aber man muss doch immer mal wieder drüber nachdenken, dass das auch eine ziemliche Arbeit ist und auch eine Leistung und der eigene Stil da ja auch eingeflossen ist, weil man eben nicht Wort für Wort und ja, eins zu eins übersetzen kann, sondern sich auch viel Gedanken darüber machen muss, dass es trotzdem sich flüssig anhört, aber nicht so weit weg ist. Und ja, Sprachen sind eben nicht eins zu eins übersetzbar. Und das finde ich so spannend und ich finde die beiden auch noch so sympathisch dabei. Sie haben auch durchaus unterschiedlichen Lesegeschmack. Zur einen Seite so ein bisschen fantastisch, aber auf der anderen Seite auch eher so in der Belletristik unterwegs. Und sie lesen auch vieles gemeinsam, wo sie dann auch so ein bisschen drüber sprechen können und sich austauschen können. Ja, also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich finde auch da etwas sehr Besonderes, etwas sehr Bereichernderes in der BookTube-Community. Und ich finde, da sollte man vorbeischauen und da sind auf jeden Fall viel, viel mehr Abonnenten nötig, damit ja, sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und diese beiden Kanäle solltet ihr auf jeden Fall besuchen. Ich
könnte natürlich noch ein paar mehr nennen, die ich entdeckt habe, aber die beiden haben auf jeden Fall herausgestochen. Und wenn ihr noch irgendwelche Geheimtipps habt an BooktuberInnen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr andere Fragen, Aufgaben hier irgendwie beantworten wollt. Denn wir sind nämlich am Ende des Tags angelangt. Es gibt jetzt noch eine 10. Aufgabe, die da heißt, lüfte das Geheimnis, wen nominierst du, diesen Tag auch zu machen. Und ich möchte auf jeden Fall Literaturgestöber und auch Marina Liest nominieren natürlich, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, aber auch die Mädels aus unserem Buchclub All You Can Read, die möchte ich nominieren und auch die liebe Anja und die Maike von den Book Friends und die liebe Franzi von Tintenkrähe, ja. Und alle, die Lust haben, ich würde natürlich am liebsten alle meine ganze Abo-Liste nominieren, aber das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich hoffe, dieser Tag wird sich ein bisschen verbreiten und kommt gut an. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, das Thema, und ob ihr davon irgendwie auch angezogen werdet, von Geheimnissen, von dem Wort Geheimnis im Titel. Oder einfach von einem Geheimnis, was in einem Buch vorkommt und einen nicht mehr loslässt und man möchte unbedingt wissen, was steckt dahinter und das fesselt an einen, an dem Buch. Oder ob ihr sagt, ja, das ist doch immer wieder das gleiche Schema, darauf falle ich nicht rein, das ist doch alles Marketing. Ist es sicherlich, aber ich glaube, es funktioniert. So, und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!